Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu The Curious Expedition, Folge 3 und Versuch Nummer 3, es zu überleben. Ich habe Vertrauen in Richard Francis Burton, den hat er beim letzten Mal schon, hat aber leider nicht zeigen können, wie viel er wirklich drauf hat. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn und wir werden losstarten mit ihm. Wir haben neue Konkurrenten. Und uns verschlägt es diesmal in die Graslande als erste Expedition. Die nächsten Expeditionen, da können wir uns übrigens aussuchen, wo wir hin wollen. Eine Message sollen wir überbringen, das machen wir gerne. Und dann setzen wir mal die Segel. Gleich am Anfang werde ich uns... Ah, stimmt, das ging ja noch gar nicht, wir haben ja keinen Büffel mehr. Schade. Ja, ja, erst den Brief überbringen. Ist übrigens, soviel ich weiß, zufallsgeneriert. Also wir haben da jetzt zum Beispiel kein Fragezeichen im Gegensatz zum letzten Mal. Na, dann schauen wir gleich mal zuerst da zur Stadt. Haben als Vorteil noch ein gutes Standing und ja, werden mal den Brief übergeben. Scout und hier sehen wir schon die Villages. Mit denen könnte man sogar aufnehmen. Die haben nur eine sehr schwere, eine sehr miese Toughness. Group of Skilled Scouts. Mhm. Okay. Das sind Scouts und nicht sehr kampferfahren scheinbar. Wir werden mal den Brief überreichen. Und er sagt uns, es gibt einen Holy Shrine. Standing hat sich erhöht. Jetzt gucken wir mal, ob wir rekrutieren können. Ja, und wir sehen schon, das sind jetzt zum Beispiel so diese Dinge, die wir brauchen können, nämlich grüne Items, und diese grünen bringen bessere Fähigkeiten im Kampf dann. Understanding of Animal is a fine choice if you want to gain the most out of pack animals. Increase capacity of pack animals. Okay, und auch das ist ein Animal Trader. Der hat das Nachteil, aber er fürchtet alles, was quasi irrational und mysteriös ist. Und ja, da gibt es schon ziemlich viele Sachen. Also wenn ich mich jetzt entscheiden kann zwischen dem einen und dem anderen, der eine hat einen Vorteil und dann, also beide haben einen Vorteil und einer hat einen Nachteil, dann nehme ich doch eher den. Xurapai. Klingt doch cooler. Ich finde Namen mit X immer ziemlich cool. Erhöht die Geografiewerte und die Viewing Distance. Das haben wir ja schon. Und er ist klaustrophobisch in kleinen Ecken. Aber da wir schon so einen Scout haben, werde ich mal diesen Animal Handler nehmen. Den da. Xurapai. Und ich hoffe, dass der nicht Heimweg hat. Oh, scheiße, hat er. Local will hesitate to follow you home after this expedition. Das heißt, da gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass der zu Hause bleiben möchte und dass wir den am Ende von der Expedition, von dieser, wieder verlieren werden. Wir können was handeln, aber der hat nicht allzu spannende Sachen. Vielleicht einen Speer. Rider Pointer Spear, usable in combat, will add additional combat die. Wie viele Seile? Okay, Seile möchte ich nicht unbedingt hergeben. Wie viele von denen möchte er haben? 2. Ja, das ist okay. Das ist voll okay. Rest in Village brauche ich dabei nicht, weil wir nur 10 Sanity verloren haben. Dann verlassen wir mal. Oje, ich hoffe, er kommt mit uns mit. Ein gebrochenes Herzen. Also er begleitet uns nur sehr ungern. Wir gucken mal darunter zu dem Fragezeichen. Das wird sich gleich auflösen. Und wir können mal exploren. Wir kommen hier auf einen toten Elefanten. Und können mal durchgucken, die Umgebung, was wir looten können. Elefantenzähne, Stoßzähne, die nehmen wir alle. Unser Standing hat sich ein bisschen reduziert,
aber mit denen können wir gut handeln. Ich weiß übrigens nicht, wie sich das auswirkt. Will hesitate to follow you home, heißt das jetzt, dass er uns garantiert nicht begleitet oder dass er zögert. Ich glaube, er zögert. Wahrscheinlich je nachdem, wie gut unser Standing ist. Was wir hier jetzt rot umrandet sehen, heißt, dass hier ein Gegner haust. Wir wissen aber noch nicht welcher. Wir gehen auf jeden Fall einmal näher, um das herauszufinden. Travel, travel, travel. Die Region wurde analysiert. Jetzt sollte es irgendwo wieder neue Fragezeichen geben, da oben zum Beispiel. Okay. So weit, so gut. Gibt dabei nichts weiteres, was wir erforschen können. Schau mal näher in diese Umgebung. Und wir sehen, dass da ein Tiger ist. Bei einem Schrein. Den Schrein würde ich schon ganz gerne erforschen. Und ich hoffe halt, dass der Tiger fernbleibt. Ja, dabei sieht es doch okay aus. Wir schauen mal rein in den Schrein. Wir hören fließendes Wasser unterhalb vom Schrein und begeben uns mal rein. Da gibt es ein Altar und ja, alle raten uns dazu, Abstand zu nehmen. Aber wir werden ihn erforschen und werden uns dieses goldene Amulett schnappen. Und dieses Wasser bricht in dem Moment durch, in dem wir uns die Kette schnappen. Und jetzt bin ich schon mal sehr gespannt, in welche Richtung das ausbrechen wird, das Wasser. Das wird uns dann auf jeden Fall den Weg versperren. Ich werde hier noch her schauen zu dieser Steinstatue. Und das Wasser, ja, das verfolgt uns. Nein. Wir haben hier wieder so bestimmte Steine. Die können wir looten. Das ist praktisch. Das sind wieder so Handelsitems. Die nehmen wir alle. Ja, für Standing ist es nicht das Beste. Okay. Ich hoffe halt nur, dass wir noch überleben. Two Item Slots. Blue Mushroom. Der erhöht ja diese Viewing Distance. Das brauchen wir nicht unbedingt. Sweet Mangos, die können wir entweder handeln oder wir verwenden sie, um die Sanity zu erhöhen. Ich glaube, das werde ich mal machen. Wir haben ja eh auch gerade wenig Platz, um all das zu verwenden. Von dem her, ja. Fruitless, okay, passt. Aber wir sind jetzt wieder. Wir haben jetzt wieder das Maximum, was wir tragen können. Gut, da ist Wasser. Und wir müssen da irgendwie rauf. Wir müssen an zwei Wasserfeldern vorbei. Ja, hoffen wir einfach mal, dass es gut geht. Ja, ich möchte ungern da außen rum. 13, 14, probieren wir das mal. Travel. Oha, Glück gehabt, Glück gehabt. Schauen wir mal weiter. Oh, das Wasser breitet sich immer noch aus. Jetzt hat es gestoppt, aber jetzt ist eh ziemlich viel da überflutet. Ich glaube, den Geparden oder was immer das da auch war, den sind wir auch los. Der ist, glaube ich, auch baden gegangen. Ich werde noch den Alkohol wegsaufen. Cheers. Und das Ganze nochmal. Erhöht unsere Sanity. Und dann erforschen wir den Wasserfall hier. Rest overnight oder leave? Rest overnight. Wir hören den Sound von Drums. Anxious.
Praying Quietly. Wir haben fertig gerestet und können jetzt den Ort hier verlassen. Und ich werde hierher laufen zum nächsten Fragezeichen. Die Butterflies sind übrigens ganz praktisch, also wenn wir die uns gleich mal holen, dann erhöht das, glaube ich, auch unsere Sanity-Werte. Werden wir gleich mal sehen. Da gibt es Elefanten. Die können wir wiederum der Zähne entmächtigen. Standing plus minus 2 aber nach wie vor. Das heißt, es hat nicht viel geschadet, nicht viel gekostet. Ja, ich schau mal hierher. Wir brauchen zweimal Rope, um da durchzukommen. Aber eben die Butterflies haben wir gesammelt. Und ja, das verschlägt unserem Adventurer, dem Francis Burton, so ein bisschen die Sprache. Ich werde übrigens auch noch ein Level-Up vollführen. Von dem hier, von British Soldier. Sanity erhöht sich im Fighten und außerdem wird er einfach tougher dadurch. Den Xurapang möchte ich nicht leveln, weil der wird uns ja sowieso nicht mit Time folgen und dann wird er es quasi rausgehauen. Also hier mal mehr. Jetzt hat er eine Toughness von 4, braucht aber jetzt wieder einen Punkt mehr, um quasi aufzuleveln. Und unser Scout mit einer 2er Capacity, den könnte ich natürlich auch einmal promoten, damit er stärker wird. Oder ich lasse es auch noch. Exploren wir mal da. Rest overnight oder leave design. Wir müssen eigentlich nicht über Nacht schlafen, vor allem weil wir sehen, dass der erste schon fast am Ziel ist. Dann werde ich einfach mal durchlaufen. Ich sehe hier schon die Pyramide und ich weiß, bei der Pyramide sind wir dann fertig. Die führt uns zum Ziel. Ansonsten ist da eigentlich nicht mehr viel. Wir sehen da unten noch Flies, mit denen könnte man noch kämpfen, aber wir sind noch nicht wirklich so ausgerüstet, um zu kämpfen. Und wenn es nicht unbedingt sein muss, dann lassen wir das mal. Dann schauen wir zu diesem Altar. Und betreten die Pyramide. Und wir blicken den Xurapai an, aber anstatt, dass wir Freudentränen sehen in seinen Augen, sehen wir nur, ja, dass er nicht mitkommen wird. Er bleibt zurück, der Scout. Und die anderen, also er bleibt hier weg, bleibt zurück, der Animal Handler. Ja, alle anderen kommen wieder mit und wir werden die Expedition beenden. Lasst mich das übrigens wissen, ob das bei euch mal erfolgreich war, ob der Animal Handler teilweise auch mitkommt. Weil bisher sind die eigentlich, die ich da aufgelesen habe, die Scouts, mit diesem Heimweh-Symbol immer zu Hause geblieben. Success! Current Fame 10. Pyramide haben wir gefunden 100. Die Butterflies. Ah, das waren die Punkte, genau. Und weil wir Erster waren, gibt es auch nochmal 200 Punkte. Er gibt einen Fame von 320. Und wir werden die Episode und die Expedition beenden. Und jetzt freuen sich alle. Wir kommen heim und haben, ja, gewonnen, kann man sagen. Die erste Expedition. Und wir können eine Perk verwenden oder uns aussuchen. Eine von drei, die zufällig auch generiert werden. Übrigens auch geil, dass man dann nochmal unsere Crew sieht und die freuen sich halt, dass sie da als Erste angekommen sind. Schön, dass sie da wirklich nochmal rumstehen. Ganz lieb gemacht.
So. Ganz kurz einen Moment. Heavy Carrier gain 2 additional inventory slots. Das ist wichtig. Das werde ich fast nehmen. Start X Expedition with a starting bonus oder increased sanity gain when resting in nature. Nee, ich nehme den Heavy Carrier. Der ist sehr wichtig. Alle freuen sich. Und wir sehen unseren Fame Level. Der ist aber nur auf Platz 2. Weil der Herr Tubman besser ist. Wir haben aber einige Dinge gesammelt. Und da können wir jetzt entweder Fame einlösen. Das bringt uns näher an den Tubman. Oder aber wir verkaufen es. Und diese Elefantenzähne bringen viel Kohle. Also die verkaufe ich auf jeden Fall. 60. Da gern auch nochmal. Bringt uns 120. Jetzt haben wir schon 150 Kohle. Ja, komm, das verkaufen wir auch nochmal. Sehr geil. Und dieses Amulett zum Beispiel ist wieder ganz anders. Das bringt dann wieder eher mehr Fame. Das werden wir auf jeden Fall ans Museum schenken. Wir sehen da oben dann schon, dass wir rankommen an den Gegner. Bis auf 10 Punkte. Und diesen Mushroom können wir entweder behalten oder auch nochmal verschenken. Gibt uns 10. Den werde ich auch ans Museum bringen. Und das bringt uns zumindest mit ihm auf eine gleiche Ebene. Expedition abgeschlossen, 1 von 6. Fame sind wir jetzt auf 400. Das heißt, wir haben einen schönen Vorsprung auf den 3., 4. und 5. 5. ist überhaupt ziemlich mies unterwegs. Aber es sind ja noch 5 Expeditionen, um quasi auf Platz 1 zu kommen. Wir haben 210 Geld, das ist richtig gut. Das heißt, wir können uns richtig viel leisten beim nächsten Mal. Und uns werden hier jetzt die Expeditionsziele angezeigt für Expedition Nummer 2. Sind alles ganz normale Ziele, also nichts Schweres. Ja, eins von beiden wird es werden. Und ich würde sagen, dass... sehen wir in der nächsten Folge. Ich schaue mal ganz kurz, wie weit die Folge schon fortgeschritten ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, das ist dann Ziel der nächsten Folge, die Expedition Nummer 2 zu bestreiten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!